Hi Leute, ein kurzes Update-Video dazu mal. Das wird der BC557C, das wird der Komplementärtyp zum BC-CT, BC547C, also von CT. Während der 547C ja so ab 1 mA 500 hat, 493, 494, 497, 500, immer so 500 hat bis 50 mA und dann stark absackt wie 98, 473, bis bei knapp 100 mA bei 223 vom Versteckungsfaktor her, also da Krumme kennt ihn die Wirt, ist der 557C, der Komplementärtyp, etwas anders. Auch der CT-BC547, also von CT. Was CT heißt, das konnte ich in Google nicht rausfinden, was es für ein Hersteller ist. Allerdings habe ich da gemessen, dass der bei 0,24 mA Kollektorstrom 600-fach verstärkt, bei 1,43 mA 550, das schon absinkt, 1,59 und nach 530, 2 mA 522, bei 4 mA 512, 5 mA 510, 7 mA 504, der sinkt gleichmäßig ab. Und jetzt, wenn ich da auch bei 44 mA gucke, bin ich nur noch bei 447. Also das sinkt er gleichmäßig ab. Allerdings von 50 mA auf 98 oder auf knapp 100 mA, 317, da sinkt er nicht so stark ab wie der BC547C. Was heißt, die Kennlinie hier, die ist insgesamt krumm. Da ist der Verstärkungsfaktor je nach Strom, je nach Kollektorstrom nicht konstant. Da geht der Verstärkungsfaktor eher gleichmäßig runter. Das heißt, der ist auch unlinear, der ist gleichmäßig krumm, kann man sagen. Wobei er hier schon ganz schön runtergeht, von 413 auf 317, von 60 auf 90. Da macht er schon einen größeren Sprung als sonst. Dagegen ist der BC, der CT BC547C, ja, von 1 mA bis 50 mA fast konstant. Wo haben wir hier? Genau, 45, da 50 mA bei 500, sowas. Und der hier halt, ja, schwankender Versteckungsfaktor. Der ist insgesamt unlinear. Das heißt allerdings auch, dass der Transistor als Mischtransistor wird ja besser. Wenn man jetzt Oberwellen haben will oder nichtlineare Nebenprodukte oder als Audiotransistor, da wird der besser. Wenn man allerdings linear verstärken will, ist ja nicht so gut und ihr passt auch nicht so wirklich mit dem BC547C zusammen. Das heißt, da müsste man ganz schön gegenkoppeln. Und wenn man die beiden Transistoren in Gegentaktstufe hat, dann müsste man ganz schön viel Ruhestrom fließen lassen, dass sie dann einigermaßen zusammenspielen. Also, auch wenn es der Komplementärtyp ist, auch wenn der die gleiche Kennlinie haben sollte, so hat er die nicht. Die hat eine etwas andere. Wobei bis 50 mA, mal gucken, bis 52 mA 433 und da hat es die halt auch noch 500. Da muss ich die überschneiden, so bei 504, das ist ja bei 7 mA. Ja, das heißt, bei 7 mA leiten beide gleich. Allerdings leitet der mit höherer Steuerung weniger als der BC547C. Der leitet aber bei niedrigerer Aussteuerung bei weniger Milliampere mehr als der BC547C, der BC557C. Ja, okay, das war's dann mal. Ich wollte ihn nur mal informieren. Also der Komplementärtyp, der ist eher dazu da, wenn man etwas Nichtlineares hat, wenn man jetzt eine Mischstufe machen will oder so. Ich glaube, dann ist der besser, weil der die ganze Kennlinie nicht linear ist. Und der wird auch nach unten hier noch unlinearer als der 547C. Der 547C ist relativ linear. Der ist zwar nach unten auch dann unlinear. Aber den haben die schon ziemlich linear hinbekommen. Schon ziemlich gut. Der 547C ist ja ein NPN. Der NPN ist ziemlich gut haben die ziemlich gut hinbekommen. Und der PNP, ja, der ist von der Kennlinie insgesamt krumm. Okay.